Ja, das ist die Originalarbeit von Professor Keith L. Moore. 1986 hat dieser Mann etwas entdeckt. Irgendjemand hat ihm einen Koran gegeben. Und er ist über Verse gestolpert, die er irgendwie ungeheuerlich fand. Übrigens, Professor Keith L. Moore ist die unangefochtene Nummer 1 auf dem Gebiet der Embryologie. Es gibt keinen, der in Embryologie ihm das Wasser reichen könnte. Nachdem er dann auf die Verse aufmerksam wird, geht er zu Sheikh Abdul Majid Zandani. Das ist ein Professor für Arabistik an der König Abdul Aziz Universität in Jeddah und bittet ihn, diese Verse mal richtig zu übersetzen. Weil er begreift eine Geschichte sehr schnell. Die Übersetzungen stimmen nicht. Weil keiner der Übersetzer, dieser Ulama, Ahnung von Embryologie hat. Informationen über die Entwicklung des Embryos kann Mohammed eigentlich nicht gehabt haben, weil das Mikroskop ist erst im 17. Jahrhundert entdeckt und entwickelt worden. Und irgendjemand, der das dann übersetzt, der muss natürlich wissen, wovon er da spricht. Wenn der Allwissende spricht und der, der es übersetzt, keine Ahnung hat, dann ist die Übersetzung schwer. Das reicht. In Stadien eine nach der anderen hinter drei Vorhängen der Dunkelheit. Also zur Zeit Leonardo da Vincis im 15. Jahrhundert wusste man einiges. Aber man wusste nicht, dass der menschliche Embryo sich in sogenannten Stadien entwickelt. Und drei Vorhänge der Dunkelheit, das hört sich sehr trivial an, man kann es natürlich auch immer so oder so interpretieren, aber Moore kommt sehr schön zu dem Schluss und sagt, das ist einmal die Bauchwand, einmal die Gebärmutter und dann der Dottersack. Es ist eine sehr logische Erklärung, wenn man die Embryologie kennt, aber der Koran hat mehrere Stellen, wo auf die Embryologie eingegangen wird. Das ist eine davon, Surat al-Zumar, Vers 6, wo von Stadien gesprochen wird. Stadium Nummer 1, Nutfa. Die Nutfa wird häufig übersetzt in türkischen Übersetzungen als Meni. Wenn man in den Tefsir nachliest, dann stehen da wirklich die fantasievollsten Sachen drin. Aber nicht das, wo ein Embryologe drauf kommen würde. Die arabische Sprache ist eine sehr reiche Sprache. Nutfa heißt im Arabischen Lisan al-Arab, ein Tropfen, der kurz vor dem Herunterfallen. An der Decke ein Tropfen, der sich sammelt und kurz bevor er runtertropft, kurz bevor er von der Decke herunterfällt, das ist Nutfa. Deutsch ist schon schwer, hat so ungefähr 78.000 Vokabeln. Viele Menschen streiten sich auch, ob Türkisch reicher ist oder andere Sprachen. Arabisch hat einen Vokabelschatz von circa 1 Million. Jedes Wort hat eine andere, wirklich eine, es ist Tropfen, aber es ist ein anderes Tropfen. Es gibt ein Wort für Fleisch, es gibt ein Wort für ein anderes Fleisch. Das Tropfen, der kurz vor dem Herunterfallen sich befindet. Das ist der siebte Tag und das ist 0,7 mm groß. Das ist ein elektronenmikroskopisches Bild und das ist der Nutfa. Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. Das ist dieser Ausdruck, nutfatin amshajin. Das ist grammatikalisch erst einmal sehr interessant. Nutfa ist Singular und heißt Tropfen. Amshaj ist ein Adjektiv, es ist aber nicht Singular, sondern Plural. Das heißt, es ist ein Tropfen, gemischt aus mehreren. Die Herkunft stammt aus mehreren Quellen, von Mama und von Papa. Das ist jetzt für uns alle sehr einfach und sehr trivial. Sie müssen sich vorstellen, 1800 tralala sind die Menschen in Europa als Hexen verbrannt worden, weil sie behauptet haben, dass das Kind von der Mutter auch mitbestimmt wird. Thumma khalaqna nutfata alaqata. Aus dem Nutfa kreieren wir das Alaqa. Der Alaqa auf Arabisch ist ein Blutsauger, ist ein Egel, ein Blutegel. Das hier ist ein Blutegel. Der saugt Blut und der sieht so aus. Das ist das Embryo, 24., 25. Tag. Das ist ein Bild von der Kathy Sulik von der University of North Carolina.
Dieses Ding hier ist 2,5 mm groß. Verblüffend ähnlich. Es geht weiter, Stadium 3. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُدْغَةَ. Das Wort Mudra ist ein sehr interessantes Wort, im Türkischen übersetzt bir çiğnem et parçası. Ein bisschen Stück Fleisch. Der Mur hat genau an dieser Stelle die ersten Zweifel. Und das ist der Grund, warum er nach Jeddah fliegt, zum Professor Abdul Majid Zandani, und sagt, kannst du mir bitte diesen Ayat übersetzen? Und er sagt, naja, wenn ich dir das richtig übersetze, dann macht es keinen Sinn. Ich will tatsächlich die Übersetzung haben. Und es ist mir egal, ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht. Zandani sagt, okay, Mudra heißt eigentlich ein gebissenes Stück Fleisch. Chilled flesh. Das ist übrigens der Moment, wo Professor Keith L. Moore auf die Knie fällt und sagt, oh my God, oh my God. Das ist tatsächlich ein Buch von heiliger Quelle. Warum gebissenes Stück Fleisch? Wenn ihr euch diese Struktur mal anguckt, übrigens diese Bilder sind erst in den 90er Jahren möglich gewesen, als die Japaner Methoden entwickelt haben, um das zu fotografieren. Ihr seht hier diese Art Zahnabdrücke. Das ist nicht die Wirbelsäule, das sind die sogenannten Summitten. Hier an der Seitenaufnahme sieht man das nochmal sehr, sehr schön. Das ist vierte Woche, 2,8 bis 3 mm. Stadium 4, die Knochen. Es heißt in der Überlieferung, فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا. Idaman sind die Knochen. Es ist tatsächlich so. Also zuerst entwickeln sich die Knochen. Und Stadium 5, فَكَسَوْنَا الْإِظَامَ لَحْمًا. Das arabische Wort Lahman ist nicht reines Fleisch. Deswegen hier der Hinweis, warum Lahm und nicht Adle? Weil Lahm nicht nur der Muskel ist, sondern auch Bindegewebe, sondern auch Kapsel, sondern auch Sehnen etc. Die Knochen werden verkassauna, angezogen, umgeben mit Lahm. Once the bones are closed with flesh, it results in another creature. ثم انشأناه خلقا آخر. Bis hier ist es ein Embryo und ab hier ist es ein Fetus. Warum? Was unterscheidet dieses Stadium von dem Stadium? Was fällt sofort auf? Was fehlt rechts, was links ist? Das Schwänzchen. Ab dem Zeitpunkt, Ende der achten Woche, wo auch die Wissenschaftler sagen, ja, das ist eine andere Gestalt, das ist etwas anderes, das unterscheidet sich. Und genau das steht da. ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرٍ. Danach machen wir daraus eine andere Kreatur. Übrigens, beim Tier bleibt das Schwänzchen weiter erhalten. Beim Menschen bildet es sich ab der neunten Woche zurück. Stadium 7. And he gave you hearing, sight, feeling and understanding. Es gibt wirklich sehr viele Stellen im Koran, die genau das wiedergeben. Bismillah. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Es ist immer diese Abfolge. Ihr werdet nirgendwo im Koran sehen, dass zuerst das Sehen, dann das Hören oder zuerst das Fühlen und dann das Sehen oder dass es mal gemixt ist. Es ist überall, wo das erscheint, zuerst سَمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Immer so. Und jetzt kommt mein Favorit, warum ich zum Islam konvertiert bin, im Alter von 19 und nicht die Religion meiner Eltern weiterbehalten habe, die ja auch Muslime sind. Es gibt Zellen, das sind die entwickeln sich aus dem Endoderm, da entwickelt sich der ganze Magen-Darm-Trakt, die Leber, Pankreas, Lunge, also die ganzen inneren Organe. Die inneren Organe entwickeln sich aus dem Endoderm. Die Haut und das Gehirn entwickeln sich aus dem Ektoderm und aus dem Mesoderm, das ist so Muskel, das sind so diese Bindegewebige, das ganze Gefäßsystem, was alles so dazwischen ist. Meso heißt dazwischen. Und jetzt kommt's. Das ist mein Favorit. Das ist der Grund, warum ich auf die Knie gefallen bin. Das kann man nicht verstehen, wenn man keinen Bezug zur Embryologie hat. Then out of a piece of chewed flesh, aus diesem gebissenen Stück Fleisch, partly formed, partly unformed.
Hammer. Summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Es gibt Zellen, die werden zu Knochenzellen. Das ist klar. Das sind Zellen, die sieht man, das sind da übrigens diese Zahnabdruck. Um diesen Zahnabdruck herum entsteht die Wirbelsäule. Da weiß man ganz genau, das sind Knochenzellen. Die werden auch nie wieder was anderes. Das sind differenzierte Knochenzellen. Gibt es Zellen, die werden zu Leberzellen aus dem Endoderm. Jede Zelle ist ja eigentlich, hat ja das gleiche genetische Material, aber die einen werden halt zu Leber und die anderen zu Knochen. Warum auch immer. Jede Zelle hat das gleiche genetische Material, aber aus der einen wird Leber und aus der anderen wird Knochen. Und dann gibt es undifferenzierte Zellen. Kök hücre auf Türkisch. Stammzelle auf Deutsch. Man nimmt ja mittlerweile die Nabelschnur, friert sie ein, damit man irgendwann mal, wenn die Medizin in 10, 15, 20 Jahren soweit ist, daraus neue Organe basteln kann. Warum? Weil diese Zellen undifferenziert sind. Die können sich noch weiterentwickeln. Die haben noch nicht die Entscheidung getroffen, ob sie Knochenzellen werden oder Leberzellen werden oder Bauchspeicheldrüsenzellen werden. Wozu ist das gut? Zum Beispiel bei einem Kind, was zuckerkrank ist und wo das Pankreas nicht funktioniert und kein Insulin gebildet wird. Wenn man aus diesen undifferenzierten Zellen irgendwann mal eine Bauchspeicheldrüse neu machen könnte. Hammer. Thumma min mudratin. Aus dem gebissenen Stück Fleisch machen wir welches? Mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin. Teilweise bestimmt, teilweise unbestimmt. Zum Stadium des gebissenen Stück Fleisches, also zum Alaka, wo man die Zahnabdrücke sieht, wo Professor Moore auf die Knie gefallen ist, gibt es Zellen, die sind differenziert. Und es gibt andere Zellen, die sind nicht differenziert. Mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin.